Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mesh unter Messer, heute mit Staffel 1, Folge 13, ein Aufstand für Edwina. Im Original einfach nur Edwina, das reicht auch. Ja, es geht um Edwina und ich werde diesen Was Namen so viel oft bedeutet sagen wie Edwina. Auch bekannt als Edwina. Ja, Lieutenant Edwina Ferguson, eine Schwester im Mesh 4077 und ja, sie braucht halt mal einen Stecher. Sie denkt sich so, if I had a wiener. Oh, das ist das eine, dass sie das selbst ja gerne auch möchte, aber das andere ist irgendwie nein. Ja, es wird nämlich ausgelost, wer muss. Sagen wir mal, wer auf ein Date mit ihr gehen soll. Und ja, vor allen Dingen, das Heftige ist ja noch, warum wird das ausgelost? Das ja. ist dann ja nochmal so richtig. Wie hieß es noch so schön? Kommen wir gleich zu. Eine Landmiete in Pluderhosen. Hier. Wollen wir noch kurz erzählen, wer wir sind? Nein, wir sind anonym. Wir sind die Schwestern des 4077. Ich bin Flo und ihr seid? Die Alex. Ja, hier ist noch der Sven, hallo. Schwester Raphael zu Diensten. Der Max Snyder. Ja, Prof. Zappo. So, hier ist der Arnim. Hallo, ich bin der Sven und ich bin Mesh-süchtig. Ja, legen wir gleich mal los mit der Geburtstagsfeier von Edwina. Die kann einem nämlich die Sucht austreiben. Das wollte ich auch gerade sagen, ja. Also insgesamt ist das eine von den Folgen, nach denen ich nicht so süchtig bin. Ah, ja. Ich habe nur die Hälfte gesehen. Ich auch. Und steigt dann nicht mehr. In die Überraschungsgeburtstagsparty und ja, sie bekommt schöne Geschenke, wie von Frank die 10 Gebote schön gerahmt. Auch signiert? Nee, nicht signiert. Auch nicht in Stein gemeißelt. Aber hübsch gerannt. Ja, sie kriegt die Reisevariante. In Stein gemeißelt wäre immerhin schon mal, ich sag mal, körperliche Arbeit von Frank gewesen. Das ist gar nicht ja. verkehrt. Ja, das hätte ihn vielleicht. Ja, auch ich finde die 10 Gebote ist schon ganz nett für einen. Also von Frank ist das schon viel. Ja. Und das ist immerhin was Frank was bedeutet. Eben. Und er ist so ungewohnt nett auf der Feier. Das ist so irritierend. Auch Hotlips, ne? Direkt von vorderster Front beim Gratulieren und beim Bowler einschenken. Also, das war ja nur ungewohnt. Ja gut, mit den Schwestern haben die jetzt ja auch nicht solche Probleme wie mit den anderen Vögeln. Ja, oft genug schon, doch. Ja gut, es sind sich aber alle einig, dass Edwina auf jeden Fall eine nette ist. Naja, sie ist halt ein wandelndes Katastrophengebiet, aber ansonsten eine nette ist sie wohl. Ja. So wie man nett auch sehr oft meint. Mhm. Deine Bruder von Scheiße, genau. Ja. Das beweist sie dann auch, indem sie erzählt, dass sie ja eigentlich nur da ist, weil sie den Typen, den sie irgendwie eigentlich hätte haben wollen, an die Armee verloren hat. Ja, sie geht in die Armee und meldet sich als Krankenschwester, weil sie einen Mann haben will. Also nicht unbedingt den Typ. Ja, aber wenn es der auch wäre, wäre ja auch recht, hat sie doch oder sowas ähnliches gesagt. Naja, ja, sie sagte ein Thema. Aber dieser Thema hatte ja auch immerhin einmal im Monat zurückgeschrieben, und zwar einen Monat lang. Also so richtig also sympathisch war sie mir jetzt auch nicht, aber nein, das ist keine Art und Weise. Sie war sehr trottelig dargestellt, in jeder Hinsicht. Also wirklich ein Abziehbild. Ja, jetzt nicht wirklich trottelig, aber ziemlich naiv. Aber scheinbar ist er doch gern gesehen. Bitte? Eine Frage hatte ich hier. Nee, Henrys Rede. Er fängt ja an, seiner unnachahmlich stockigen Art. Und dann fängt ja Hawkeye an zu singen. Ist das jetzt, um ihn zu ärgern oder um ihn zu retten? Naja, er hat ihn ja schon geärgert, indem er gesagt hat, willst du auch noch was sagen oder wartest du auf eine kostenlose Mandel-OP? Ja. Ja, aber er stand da schon ein bisschen arg komisch mit offenem Mund rum. Ich glaube, Hawkeye nachvollziehbar. Ich glaube, Hawkeye wollte das einfach nur beschleunigen und zum angenehmen Teil kommen. Ja. Ja, das könnte. Der ja dann für Edwina durchaus unangenehm. Genau, denn sie fängt an zu weinen, die arme Edwina. Und erklärt dann das, was wir eben schon hatten, dass sie gar nicht so gut drauf ist, weil ihr ein Mann im Leben fehlt.
Ja. Das ist schon so der erste Moment, wo ich in der Folge denke, oh. Ja, sie geht nach Hause und jetzt habe ich hier auch keinen Mann gekriegt. Ihr einziges Ziel scheint zu sein, ich brauche einen Mann in meinem Leben. Ja, was vielleicht in der Gegend, aus der sie auch sinnvoller ist, wenn man da mit Mann durchs Leben geht als ohne, aber Ja, aber vor allem passt es auch noch so ein bisschen in die Zeit einigermaßen. Also das kann dann durchaus sein, dass sie da einfach Kind ihrer Zeit ist und das verinnerlicht hat. Das ist ja auch noch nicht der Punkt, wo meine Augenmuskeln Krämpfe gekriegt haben. Aber das war halt auch der Punkt, wo ich mir dachte, ach Mädchen, nee, so ist auch eigentlich der Weg nicht. Ja, vor allem wenn du den Rest der Schwestern siehst, das sind eigentlich alles durchgehend ziemlich taffe Frauen. Und um schon mal so ein bisschen Foreshadowing zur nächsten Folge zu machen, sie ist momentan der Raider. Sie ist der Raider unter den Schwestern. Ja, ich fand es allerdings ganz gut. Ich meine, sie haben sie ja mit ihrer etwas merkwürdigen Frisur und diesem doofen Hut, den sie immer aufhat und so weiter, schon ein bisschen unattraktiv gemacht. So. Ich fand es aber gut, dass das nicht der Aufhänger war, sondern der Aufhänger war halt, dass sie attracts Calamity, also ein wandelndes Katastrophengebiet ist. Und das ist ja dann auch das, was dann bei dem Date mit Hawkeye später das Riesenproblem ist. Also es ist jetzt nicht, dass sie doof ist und es ist auch nicht, dass sie... Dass sie halt ungeschickt ist und Pech hat. Ist das hätte noch schlimmer sein können, ja. Ist ja Jar Jar Binks vom Camp. Und so viel. Nee, so schlimm jetzt auch wieder nicht. Ja, gut, Bixe Edwina. Also sie war unsympathisch, von daher ist sie nicht der Jar Jar Binks. Nee, also nein, da hätte man auch ganz leicht so eine hässliches Endline draus machen können und also das wäre, glaube ich, noch schlimmer gewesen. Also ich glaube, das haben sie so ein bisschen versucht, aber die Schauspielerin ist einfach doch an sich zu hübsch, um zum hässlichen Endline gemacht zu werden. Nee, also ich habe da auch eine kleine Theorie, das wollte ich aber erst ganz zum Schluss ausbreiten. Teaser. Dum, dum, dum. Ja, auf jeden Fall kommt es dann zum Sexstreit. Entschuldigung, habe ich es dann hier aufgeschrieben. wie Raider dann ja mitbekommt beim durch das Zeltloch gucken, wo dann der Finger rauskommt. Ja. Wobei, warum kontrolliert er da keine Brille? Ja, und als also weil sie sonst beschlägt. Im Englischen liefert er als Begründung Everybody needs a hobby. Ich finde die zwischenzeitliche, aufdringliche Masche, die Hawk da noch an den Tag legt, sei auch noch zu erwähnen. Hab ich davor, ich habe auch wieder notiert, Hawkeye wird übergriffig, wie üblich. Ja, aber mehr als üblich, finde ich. Sollte mir, glaube ich, aufschreiben, wann er das mal nicht. Ja, und ich freue mich schon, das auch wieder auf die nächste Folge mitzunehmen. Genau. Die einfach wie keck Raider da flirtet. Ja. Einfach so ein Bild für das Mikroskop, ne? Sehen wir uns mal erst. Zieh ab. Das fand ich schon ziemlich smooth, habe ich so aufgeschrieben. Es war irgendwie nicht so richtig er. Also im Moment können sich noch nicht so richtig entscheiden, was er denn jetzt ist. Ob er jetzt die Unschuld vom Lande ist oder der kleine Gangster, wie wir ja schon ein paar Mal gesagt haben. Oder ist er doch irgendwie so der Creep und der Peeping Tom? Ja, fand ich mich auch. Also, es passte nicht so rein und vor allem mit der nächsten Folge gibt das so ein ganz böses Bild, aber da komme ich dann nächste Woche drauf. Ja. Gut, wobei ich aber glaube, dass dieser Zwiespalt bei Raider irgendwie auch immer bleibt. Ich habe ja jetzt auch noch nicht alle Folgen auch wieder gesehen, das ist lange her, aber in meiner Erinnerung ist das wohl so, dass die diese Spannung wohl auch die Serie durchhalten. Nö. Nee? Nee, also später ist er. Ja. Später ist er einfach so der liebe, nette, ein bisschen zu schüchterne, leicht trottelige Knubbelbär, dem man helfen muss. Ja. Raider wird tatsächlich jünger im Laufe der Serie, also von seinem Verhalten her. Ja, das passt. Werden ja dann später Strohhalme gezogen, um auszumachen, wer denn jetzt die Edwina bei muss. Ja. Und da zieht Frank, das fand ich ziemlich spannend. Ja, weil man ihm gedroht hat, ihn rot anzumalen und ins Feindesland zu schicken. Das wagt ihr nicht. Das ist weil Frank gerade nicht ran darf? Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Macht Hotlips etwa mit bei der ganzen Geschichte? Das hatte irgendwie nicht so den Eindruck. Nein, die beiden haben sich natürlich heimlich weiter getroffen. Deswegen war ja auch vorher... Ja, weil wenn das ausgemacht war, dass es er auch mitmacht oder dass die zwei auch mitmachen, dann ist es heimlich und dann muss er ja mitmachen, so ohne, also sonst würde ja spätestens er jetzt sagen müssen, ja, ich darf ja. Nee, er hat das auch so versteckt. Nein, das finde ich vulgär.
Das ist ja wie die Tiere, bei sowas mache ich nicht mit. Ja. Und das finde ich dann so schön, als er dann die Schwester reinkommt und fragt, wen sie jetzt erwischt hat. Er sagt so, ja, also ich will nur mal sagen, ich finde das schlimm und ach, wie kann man nur sowas tun? Aber falls es doch so aussieht. Schön, aber schön fand ich dann auch noch zwischendurch bei der Beschreibung der Situation, als er dann so durchs Messezelt die Kamera fuhr, wo dann in einer Rede, die ich eigentlich zum großen Teil da den Text von Pierce eigentlich gar nicht machen will, aber schön war der eine Satz, Edwina, the face that launched 1000 longer faces. Ich weiß nicht, wie das in Deutsch jetzt da übersetzt wurde, aber auf jeden Fall hatte diese ganze Rede, ich glaub, was. Da hatte ich ausgeschaltet. Das hatte sowas von einer Motivationsrede für Soldaten, der sich für seine Mannschaft opfert, in den Tod geht. Das kam dann ja noch später. Erst kam ja, wir können denn diese Frauen sich verweigern, sie wissen doch, dass wir unsere Entspannung brauchen und dafür sind sie da und in dem Moment bin ich, glaube ich, vor lauter Kopfschütteln leicht abgehoben. Ja, auch als sie reinkommen und dann irgendwie von wegen, ja, was sind denn das hier? Die sehen so ähnlich aus wie wir, aber anders. Und so knubbelig. Ja, ja. Und wofür sind die denn jetzt da? So, oh. Aber auch, ja. Henry, ja. Wusstest du, dass du schöne Beine hast? Ja. Ja, das würde ich auch sagen. Dazu muss man aber sagen, Henry hat wirklich schöne Beine. Ja. Da kann man nicht meckern, genau. Das stimmt. Habe ich noch nicht so genau betrachtet, mache ich nachher nochmal. Standbild. Ausdrucken und mit ins Bettchen nehmen. Henry mindestens nein. Nur seine Beine. Weil er ist, ich meine, da wird man immer so komisch angeguckt, wenn man nur Beine mit ins Bett nimmt. Ja, also du musst schon um die Enden musst du noch eine Tüte drüber machen, Gummiband drum oder im Zweifelsfall veröden, damit nicht alles rausblutet, aber solange sie nur unter der Bettdecke rausgucken, denkt sich keiner was. Von naja, wem wirst du denn und wem wirst du komisch angeguckt, wenn du nur Beine mit ins Bett nimmst? Die Beine haben noch keine Augen, um dich anzugucken. Also bitte. bei Futurama schon. Der Beinmutant. Das Mesh-Logo ist ja auch diese Beine mit der Hand drauf, die das Victory-Zeichen zeigt. Also man kann auch einfach was zusammenschrauben. Da sind wir Frank- bei der nächsten Folge. Da sind wir bei der übernächsten Folge. Okay, aber wie gesagt, Hawkeye hat es ja dann ja abgekriegt und wird dann ausstaffiert. Mit so einer schönen Musik, ich musste immer daran denken, der Torero kriegt seinen Umhang und alles. Ja, also, genau. Also ich habe vorher noch Rüstrituale in Sumpf und Schwesternzelt. Ja, genau. Die Dualität da fand ich schön. Ich finde aber vorher auch sehr schön noch das Gespräch von Hawkeye und Edwina im Messezelt. Ja, wie er dann anschmeißt. Ja. Genau, wo er dann sagt, so, naja, wahrscheinlich bist du zurückhaltend, weil du denkst, dass ich hier so ein fieser Operator wäre und so weiter. Und sie sagt. Und er sind sie es nicht? Genau, und er dann sagt, those are only some of my qualities. Das sind nur einige meiner Qualitäten. And there is a Hawkeye deeper under that. Ja, genau. Und darunter ist dann nur Public King. Aber auch da wieder schön. Entschuldige, da war noch eine lustige Szene. Er beruft sich dann ja auf seinen hippokratischen Eid und das sagt dann später, dass er doch lieber eigentlich auf seinen Godfrey's Oath zurückgehen würde. Sein Gophers Oath, sein Golfspieler-Eid. Genau. Oh, Gophers Oath, okay. Ja, gut, dann habe ich das falsch verstanden. Das hätte mir sehr schön gepasst, denn es gibt eine Oatmeal-Marke, die heißt Brady Goatfree. Das hätte sogar funktioniert. Nee, aber es war Gophers. Ich hatte da bei der Folge nämlich mal Untertitel an, zufällig gefunden. Ah, da haben wir das falsch verstanden. Das mit dem Oatmeal gefällt mir viel besser. Aber ich muss auch sagen, im Hintergrund auch wieder Frank und Margaret. Widerlich, ekelhaft. Wie immer, ja, hinter den Mülltonnen. Ja. 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 Das zieht sich auch wieder so durch die nächsten Folgen. Du siehst sie mindestens einmal pro Folge, wo sie sich darüber echauffieren und dann mit ihren eigenen Gelüsten wiederkommen. Das finde ich nett. Aber ja, die Rüstrituale großartig und auch als Hawkeye dann voll gerüstet aus dem Zelt schreitet und Henry vor ihm salutiert. Ja. Ja, ich fand es schon so schön, als Raider ihm diese Füßlinge anzieht und bei dieser Kerbe bei den Zehen noch mit der Hand so zwischenhaut, so wie so beim Kissen, wo du dann so diese Kerbe reinhaust. So, ich war irgendwie die allein schon wieder das T-Shirt präsentiert wurde. Ja. Als wenn der andere hätte, ja. Das schau war das mal, ein sauberes Hemd zur Feier des Tages. Ja. Ja, da war ich dann raus. Ja, dann hast du eigentlich genau die Szene verpasst, die es dann noch für mich so einigermaßen gerettet hat.
Okay. Ja, das war wirklich die einzige Szene, die es dann noch wirklich rausgerissen hat. Wobei auch die ganze Szene im Zelt mit einer Katastrophe nach der anderen und dann versucht sie irgendwie ihm zu helfen und Hawkeye ruft nur, please don't help me. Ja. Ja. Ein wundervolles Date. Ja. Und sie sagt noch, Gott, ich bringe sie ja noch um. Und er sagt so, so viel Glück habe ich nicht. Auch ja, als sie sich dann küssen und nichts passiert und er erstmal so mit offenen Augen so vorsichtig guckt, ob es jetzt noch von irgendwo kommt. Naja, ja. Er hat ja schon einiges mitmachen müssen, also von verschütteten Martini. Aber bevor über die Glasscherben im Fuß. Mhm. Aber ich muss auch da sagen, ich fand wenigstens gut, dass sie selber kapiert hat. Es war ja mehr als offensichtlich, dass sie da vorgeführt wird. Dass sie auch wirklich gesagt hat, können wir diese Farce nicht lassen. Na, nicht mal vorgeführt, weiß ich nicht mal. Ich glaube, das war schon auf allen Seiten irgendwie. Ja, okay, da habe ich mich falsch ausgedrückt, aber es war so. Es ist alle laufen. Ja, es war ja mehr als offensichtlich, alle stehen da rum und gucken so, es war mega offensichtlich. Und hätte sie das nicht kapiert, also dann hätte ich echt. Hätte ich alles bei der Folge verloren. Ja, also ich finde auch das Männerbild des dauergeilen Spinners, der irgendwie alles dafür tut, dass die Mädels aufhören, ihre Dienste zu verweigern, ist nichts, was ich irgendwie unerwähnt lassen belassen möchte. Seid ihr so? Nein. 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 Ja. Ich verweigere die Aussage. Hör mal, du sollst das doch nicht ausplaudern, das wollten wir nie zugeben. Nein, insgesamt ist das ganze Männer- und Frauenbild in der Serie halt 30 Jahre alt, ne? Ja, sehr alt. Aber auch das, was ich vorhin schon vor der Aufnahme mal gesagt habe, hier komme ich jetzt nochmal zu. Das Ding, diese ganze Folge, und das ist auch so ein Turm der ersten Staffel, es schaut sich wie eine Studentenkomödie, da irgendwas, was im Studienheim abgeht. Ja, gut, was aber auch. Wenn man sich den Film anguckt, aus dem es ja entstanden ist, jetzt auch noch nicht ganz abwegig ist. Ja, aber wir haben ja gesehen, dass diese Serie deutlich mehr kann. Und das wird sie zum Schluss später auch immer mehr beweisen. Ja, das ist richtig. Aber jetzt am Anfang, es sind halt die erste Staffel, wo dann natürlich geplant wurde, hör mal, der Film kam gut an, da machen wir eine Serie draus. Da ist es noch relativ klar. Und Sven, es ist nicht 30 Jahre, diese ersten Folgen sind bald 50 Jahre alt, also Also die Serie ist ein paar Tage älter als ich. Ich hatte gehofft, dass es niemand merkt, aber ja, ich habe dann auch noch mal nachgerechnet, so einen Moment, das ist ja noch länger her, verdammt. Ich kann gerade sagen, dann wäre ich ja schon geboren gewesen. Ist ja noch mal 20 Jahre länger her. Also. Ja, wobei ich glaube, die haben nicht da versucht, das Menschenbild zu emulieren, sondern sind einfach in ihrer Zeit geblieben. Ja, das ist zwar keine Entschuldigung und ich glaube, das kann man in dieser Folge auch nicht entschuldigen, aber ja, man muss es halt doch in Betracht ziehen. Ja, das Problem haben wir ja bis jetzt, glaube ich, bei fast ausnahmslos jeder Folge gehabt, dass wir dann irgendwo an gewissen Stellen gesagt haben, ja gut, okay. Ja, aber das ist so allübergreifend, also da habe ich dann gesagt, nee, ich möchte mir die Serie nicht kaputt machen, ich lasse das. Ja, ich hatte also jedenfalls. Ich hatte die Folge auch schon mal angefangen und habe mich dann erinnert, wie sie ist und habe sie dann auch erstmal noch beiseite gelegt, weil ich auch gedacht habe, naja gut, nee, da musst du irgendwie in der richtigen Stimmung zu sein, um dir das anzutun. War nicht unbedingt eine Riesenfreude. Ich meine, diese Gearing-Up-Szene und dass diese Physical Comedy, dieses Physical Comedy-Bit dann im Sumpf, die waren auf jeden Fall gut, aber die ganze Prämisse ist schon ziemlich fürchterlich, ja. Ja. Ja, und dann auch aber halt im Zelt am Schluss, jetzt nach der Physical Comedy, was ich dann ja am allerwenigsten erwartet hätte, ja sogar noch eine aufbauende, mitfühlende Ansprache von Hawkeye Pierce. Stimmt, dann ja auch. Ehrlich gemeint war dann, also so vom Charakter, so wie ich es dann so verstanden habe. Ja, ich fand nur den Kommentar von ihm, sie müssen nicht andere verletzen, bevor sie verletzt werden. Also das fand ich dann auch so ein bisschen Westentaschenpsychologie. Ja, das stimmt schon. Vor allem, es wird auch nicht weiter darauf eingegangen. Angerufen. Hallo. Ja. Hat schon Freud. Ja, aber hält sich insgesamt auf dem intellektuellen Niveau der Folge und der Serie ein bisschen. Ja, die intellektuellen Sachen kommen zwei Folgen später, ne? Ah! Ach! Ja. Nee, aber nächste Folge? Nächste Folge. Nee. Übernächste. Ich hatte ja noch ein bisschen was recherchiert. Ja, erzähl. Ja, wegen der quasi letzten großen Szene. Pierre Richard hat seine erste Regiearbeit 1970
abgeliefert. Und bei seinen Regies hat er auch immer selbst dargestellt. Und der Rosarote Panther war 1963. Und an die beiden habe ich doch ein bisschen gedacht, als ich das gesehen habe. Von daher kriege ich die Folge von mir doch noch 3 von 5 schwarzen Schuhen. Ja, 3 kriegt sie von mir auch, aber leider nur 3 von 10. Glas in den Füßen. Also ich finde wirklich, das ist eine der schlechtesten Folgen zusammen mit der Moose-Folge, die wir bis jetzt hatten. Ja, ich gehe sogar noch weiter. Wegen dem Frauenbild, wegen dem Männerbild, wegen der fehlenden Story. Es gibt von mir 2 von 10 Golfereiden. Ja, bei den 2 von 10 bin ich bei. Ich würde sagen, es sind 2 von 10 ausgeschaltete Folgen. Ich hoffe, mehr werden es nicht. Ja, weil uns das Ende halt alles einigermaßen rausgerissen hat, gibt es bei mir dann trotzdem noch 3 von 10 unfreundlich beschrifteten Objektträgern. Ich bin bei 1 von 5, keine Ahnung, 1 von 5 Sumpftüren, weil mir das Bild jetzt gerade vor Augen ist. Mir fällt da nicht mal ein lustiger Witz zu ein. Also, naja, gut. Ja, von mir gibt es auch 4 von 10 Skalps. Skalps. Skalpa, ey. Ja, das war halt keine der besseren Folgen. Mal gucken, wie es nächste Woche wird. Wenn es wieder heißt, Bach. Und bis dahin, bleibt uns gewogen. Tschüss. 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 Hallo und herzlich willkommen bei Mesh unter Messer. Wir reden heute über Episode 14 in Staffel 1. Die Folge heißt im Englischen Love Story und Fröhliche Bande, wie heißt die Folge im Deutschen? Noch so eine Liebesgeschichte. Ach, wie schön. Ja, in der Folge, die Folge beginnt damit, dass Linda Sue, die Verlobte von Radar, man höre und staune, ihm eine Dear John Schallplatte schickt, in der sie mit ihm Schluss macht, weil sie jetzt irgendeinen anderen Typen heiratet. Ich habe mich geweigert, seinen Namen aufzuschreiben, weil ich will nicht, dass er so viel Macht über mein Leben hat. Und sich aber auch prompt in eine neue Schwester verliebt, die ankommt und die nun leider ein bisschen über seinem geistigen Niveau schwebt, vielleicht auch über dem geistigen Niveau des ganzen Camps. Naja, aber das ist nicht mal das schwerwiegende Problem. Das schwerwiegende Problem ist, dass sie ja nun als Schwester eine Offizierin ist und er nur ein Enlisted Man. Und das kann natürlich Hot Lips und Frank Burns überhaupt nicht gefallen. Also müssen Maßnahmen getroffen werden und darum geht es in dieser Folge. Ja, hallo, ja. Ich bin der Sven. Ah, Bach. Wen haben wir denn sonst noch da, außer Herrn Bach? Sehr signifikant. Ja, Tchaikovsky. Vielleicht ist es doch eher die Alex. Ja, hallo, ich bin Krieg und das daneben ist mein Kumpel Frieden. Ich bin Raphael. Der Mick Snyder ist auch wieder dabei. Man sieht's nicht, aber ich schaue gerade gelangweilt wegen Tolstoi. Ich bin der Zappo. Und ich bin der Arnim. Und ich bin zu intelligent hierfür. Ich bin Flo. Hast du dich bei Intelligenz jetzt in Absicht versprochen oder was? Ja. Den geht's ja noch. Ja, wir öffnen die Szene damit, dass sich Radar seine übliche Portion Mittagessen oder Abendessen oder Frühstück ist, glaube ich, egal, auf das Tablett lädt, denn auf einen Teller passt das nicht. Und dann aber irgendwie appetitlos das Ganze stehen lässt, was Hawkeye zu der Anmerkung
veranlasst, dass das Olympic Glutton Team, also das olympische Völlerei-Team, wohl auf seine Mithilfe verzichten müsste. Also es war helllichter Tag, spricht er für Mittag. Ja. Ja, so oder so müssen sie dann erstmal eine ganze Weile aus Raider heraus operieren, was denn los ist. Ja, vor allem. Und fand ich dann auch die Szene bei Colonel Blake dann im Büro, als Trapper und Hawkeye dann sagten, ja, und Raider hat nichts gegessen. Und Leute, verarscht mich nicht. Doch, wir waren da, wir haben es gesehen. Und dann kommt ja auch direkt Hot Lips reingestürmt. Er hat Fehler gemacht bei der Bestellung. Er muss bestraft werden. Ja, sehr schön, dass Hot Lips dann irgendwie da reinkommt. Henry sagt, ich habe ihn gerade in der Besprechung und sie sagt, was ich zu sagen habe, ist wichtig. Ja. Und sie kommt wieder gleich mit General Clayton. Ganz ehrlich, so oft wie sie mit General Clayton droht, muss der nicht langsam genervt sein, dass sie wegen jedem Killefitz anruft? Außer sie erreicht die nicht so häufig. Naja, wenn sie immer mit Clayton kommt, da hofft Clayton vermutlich auch, dass er mit ihr kommt. Also, ob er so genervt ist, weiß ich nicht. Wird auf jeden Fall noch sehr schön, dass den Entspruch, den Blake noch macht, Raider hat heute gesagt bei der Frage nach dem Tagesrapport, ihr liefert nicht. Ja, ja, auch sehr schön. Lag halt in Embryo-Stellung auf dem Aktenschrank. Das ja. Und Frank war auch wieder sehr einfühlig. Er erkennt da drin einen eindeutigen Fall von Drückebergeritis und er empfiehlt eine extra Portion Extradienst. Sehr charmant. Englischen übrigens Goldbreaking fand ich eigentlich sehr schön, das Wort. Hab aber vergessen, es nachzuschlagen, jetzt, wo ich es in den Notizen sehe. Ja, auf jeden Fall eine echt herzzerreißende Szene, wo Raider dann diese Schallplatte da aus dem Mantel holt, beziehungsweise am Anfang noch nicht, aber das scheint ihn doch wirklich tief getroffen zu haben. Ja, weil seine Verlobte kündigt ihre Verlobung auf, und zwar, weil sie, während sie auf der Schoß ihres neuen Mackers sitzt, wo man immer nur hört am Ende so, ha, lass das, ich fand dieses so toll. Du als mein Verlobter solltest als erstes erfahren, ich werde heiraten. Ja, das ist großartig. Das ist so. Und dann noch der schöne Satz, solltest du lebendig nach Hause kommen, können wir ja gute Freunde bleiben. Ja, aber da stieß mir was ganz anderes hart auf. Nämlich im Vergleich zur letzten Folge. Ich habe die, glaube ich, wirklich noch nie direkt hintereinander gesehen. Hat er die letzte Folge nicht noch ganz hart gebaggert? Wollte fremdgehen? Und dann regt er sich darüber auf? Dachte ich mir so. Nee. Bisschen Doppelmoral. Gebaggert hat er nicht. Er hat ins Frauenduschzelt gespannt. Nein, er hat eine Frau. Mit dem Mikroskop. Ja, das Mikro hatte ich. Ja, wobei das aber auch eher im Vergleich zu dem, was man sonst, wie übrigens auch kurz vorher beim physikalischen Check-up beim Röntgen von Hawkeye sieht, dagegen hat das mit dem Mikroskop-Objektträger ja sogar noch Klasse gehabt. Ja, aber es ändert nichts daran. Er wollte im Endeffekt auch fremdgehen oder hat es vielleicht sogar schon mal getan, weil er hat das so relativ selbstverständlich in der Folge gemacht. Und jetzt beschwert er sich, dass seine Olle ihm nicht mehr will. Es ist ja eine andere Episode, da ist ja immer wieder alles. Keine Kontinuität. Nicht bei den Simpsons hier. Keine Kontinuität. Na, wobei diese relativ deutliche Unterscheidung zwischen, ich nenne es jetzt mal ernsthaften Beziehungen und Techtelmechtel in Mangelung eines besseren Wortes, das mir jetzt einfällt, die zieht sich ja schon durch die Folge, oder? Oder durch die Serie? Ja. Ja, ich glaube ja selbst, Frank und Houlihan sind ja auch beide anderweitig gebunden daheim, wenn ich das... Nein, nur Frank. Nur Frank. Houlihan später, Frank, und wenn Houlihan später verheiratet ist, ist sie auch treu. Ja, genau. Naja, sie hat ja auch ist einen ja Tarzan-Darsteller. Es ist ja auch nur Frank sonst, also. Richtig. Ja. Nee, ja, auf jeden Fall versuchen dann zur Abhilfe die Herren dann Schwestern zu überreden, doch mal irgendwie mit Raider irgendwie was zu machen. So ein bisschen spazieren gehen oder Kino oder solche Dinge. Und ja, sie sind da so mittelgut darin zu überzeugen. Also ich glaube, Hawkeye hätte die eine Schwester fast so weit gehabt, aber dann geht's schief, wo er dann am Ende fragt, wo sie dann sagt, und was ist mit Raider? Und ja, Raider who? Ja. Ja. Und die Damen sind auch alle so ziemlich so, ah, nee, Raider, ach, wie soll man denn nur, ach, der Kleine. Ja, Raider ist ja nett, aber. Ja, aber da denke ich mir auch so,
immer ausgehen, so Kino und so weiter, das wollen sie nicht. Aber wie gesagt, die Folge vorher haben sie für ihr Mauerblümchen einen zum Pimpern gesucht. Mhm. Da dachte ich auch so, jetzt hätten die Frauen eigentlich auch Strohhalme ziehen müssen. Ja, wobei ich glaube, ein männlicher Sexstreik in diesem Camp, die hätten sich nur gefreut, dass die endlich mal Ruhe haben. Ja. Ja, aber hätten sie die Seiden. Derjenige, der für die Versorgung zuständig ist, hier durch den Wind ist, das wäre auch ein Argument für einen entsprechenden. Stimmt. Ja, insgesamt ist das alles nicht so konsistent, das stimmt schon, aber. Ja, Raider will ja dann auch schon langsam aufgeben, als es dann passiert. Er sagte noch vorher 77, den schönen Satz, den fand ich so genial dann. Well, let's face it, I struck out in the World Series of Love. Und die Übersetzung ist richtig scheiße. Ja. Weil da sagen sie, ich bin aus der Weltserie der Liebe ausgeschieden. Da würde ich sagen, der Übersetzer kannte kein Baseball. Ja. Ja. Oder beziehungsweise hat sich gedacht, das deutsche Publikum kennt keinen. Ja, dann hätte er irgendwas Adäquates nehmen können. Er hat einfach wortwörtlich übersetzt, ich bin aus der Weltserie raus. Ja. Ja, hätte man den Elfmeter nehmen können und gut, ne? Ich hab den Elfmeter im Fußball-Endspiel verschossen. Ja, aber dann kommen... Entschuldigung, ich bin Nerd, ich kenne mich mit Sportsball nicht so aus. Ich auch nicht, deswegen übergehe ich das einfach und mache weiter. Und dann kommt sie. Nein, es kommen zwei neue Schwestern ins Camp. Nur von der einen erfahren wir gar nichts, die geht vorbei und ist dann weg. Ja, aber die andere ist Lieutenant Louise Anderson. Ins Zelt. Ja. Und ich finde auch den Namen, aber ist nicht. Was da hätte alles passieren können, wenn die geblieben wäre. Ach. Ja, und ich finde auch, den Dialog so schön. Corporal, ihre Hand. Schon gut, die benutze ich ganz selten. Er ist komplett in einer anderen Welt. Das war so knuffig. Ja, sie hat im Englischen auch einen sehr, sehr schönen Südstaaten-Akzent, der also nicht aufdringlich wirkt, aber irgendwie gut passt. Und sie kriegen schon hin, sie da als. Ich sag mal, was Besonderes irgendwie sich von der Masse abhebend auch darzustellen. Definitiv, weil sie haut auch in späteren Gesprächen so hart ihre intellektuelle Überlegenheit raus. Holla die Walfee. Also sie ist da wirklich so ein, vor allem ein Musiknerd, würde ich mal sagen. Ja, nicht nur Musik, sie hat ja auch dann die Bücher... Er später auch sagt, oder war das Raider? Nee. Er sagte, sie putzt sich die Zähne mit einer Enzyklopädie. Ja. Ja. Genau, und ich finde es auch so schön, als Hawkeye sie begrüßt mit seiner aufdringlichen Art. Erstmal, sie lässt ihn abblitzen. Zweitens, sie wurde vorgewarnt und ich finde es so schön, wie sie das spielt. Das ist mir heute auch das erste Mal aufgefallen, wie sie dazwischen deutlich mal so unscheinbar die Augen verdreht, wenn sie sich wegdreht von ihm, weil sie einfach doch so ein bisschen angenervt von ihm ist. Und das fand ich so sehr charmant. Weil ja, er haut wirklich nur sehr platte Sprüche raus die ganze Zeit. Ja, und während die Doktoren zumindest irgendwie intellektuell das gleiche Spiel spielen könnten, ist Raider, die Doktoren könnten in der gleichen Liga spielen und Raider versteht nicht mal das Spiel. Ja. Also ein paar Seasons später hätte sie ja einen adäquaten Gegenpart gehabt. Ja, aber bis jetzt habe ich seinen Namen vergessen. Winchester. Ist der gute Winchester. Emerson. Winchester? Nein. Der dritte. Mhm. Ich war bei Wilkinson und wusste, dass das nicht stimmt. Mach 3. Was? Ja, aber bis zum guten Herrn Mach 3 dauert es ja noch ein bisschen. Ja. Ja. Jedenfalls folgt dann wieder die Augenmuskeln stärkende Erkenntnis, Raider, you got a problem, she has a brain. Ja, und dann merkt man ganz klar, Hawkeye ist ein echter Operator, der hätte das vielleicht sogar hingekriegt, sich da irgendwie durchzuscharwenzeln, aber Raider halt nicht, ne? Ja, und deswegen kommt jetzt die Szene, die ich so ein bisschen beschrieben habe, als Drunk Cyrano. Bei mir steht da so viel Fremdschämen. Ja, das auch. Cyrano de Bergerac passt genau. Ja, ich finde aber auch schön, wie sie ihn vorher schon versuchen, fertig zu machen. Hier, ich habe die Bücher ausgeliehen. Krieg und Frieden? Ja, der war flexibel. Er hat in beide Seiten geschnuppert. Er kommt überhaupt nicht drauf klar, was da einfach für Bücher sind und wie sie ihn versuchen, da noch fertig zu machen. Die steht auf Bach. Ah, dann sagst du immer nur, Ja, sie machen ihn nicht fertig, sie versuchen ihn bereit zu machen. Das mache ich ja, sie machen ihn fertig.
Ich meinte nicht fertig wie fertig machen, sondern sie machen ihn fertig. Also sie machen. Also hätten sie eben die Krieg und Frieden Comic-Version gebracht, damit er da wahrscheinlich eher was anfangen können. Das gibt's aber, ja später. Comics. Nein, aber auch, er soll bei Musik sagen, das ist mein Lieblingszitat aus der ganzen Folge. Ich habe eine Schwäche für die Fuge. Darf ich so eine Sauerei sagen zu einer Frau, die ich noch gar nicht kenne? Ja. wie unbedarft er einfach ist und doch wieder so ein bisschen verschmitzt. Ich fand's klasse. Da sind wir fast schon bei Hegel. Ja, der hat nur das Ding an sich betrachtet. Ja, Rainer auch, und zwar durch die Frauen hindurch. Er hat die Dinge betrachtet. Oh. Ja, aber gut, am Ende ist das ja erstmal gar nicht das Problem. Man hat ihn dann ja schon so weit auf die Schiene gesetzt und angeschoben. Ich meine, gut, der Motor läuft noch nicht, aber immerhin. Aber dann grätschen ja Hotlips und Frank dazwischen, die das also überhaupt nicht sehen können, dass da eine offiziersrangige Schwester und ein Enlisted Man da irgendwie verkuppelt werden sollen. Boah, und dafür gibt es dann halt nur ein Rezept, ne? Sabotage. Aber vom Allerfeinsten, sehr schön. Ja. Ich habe mir den Wortlaut nicht aufschreiben können, weil es einfach zu komplex war und ich da nicht dreimal zurückspulen wollte. Aber auch wo Hawkeye das Ganze dann beschreibt als eine äußerst komplexe Operation, eine echte Schweinepockelaktion und was weiß ich. Und Henry dann nur sagt so, das wäre ja das Allerletzte. Kriegst du das hin? Er sagte, wenn mich jemand fragt, werde ich jedes Wissen, jede Komplizenschaft und alles Weitere abstreiten von dieser juvenilen, irgendwie hinterfotzigen, sonst wie Aktion. Kriegt es hin. Ja, auf jeden Fall sehr schön. Und sie kriegen es dann ja auch hin. Unter anderem, indem sie Frank in seine Decke einnähen. Ja, aber da muss ich schon raus. Aber da musste ich mich mal wieder beschweren. Verficktes Chloroform wirkt nicht so schnell. Es regt mich immer in Filmen auf. Aber er ist doch frisch rasiert, da geht das doch bestimmt schneller. Man hat ja gesehen, mit wie viel er sich da eingedieselt hat. Also da ist, glaube ich, dann schon genug zusammen. Nein, das dauert nicht, ein paar Minuten, bis du von Chloroform weg bist. Ich hoffe jetzt mal, du arbeitest im medizinischen Bereich? Ja. Okay. Kann Chloroform auch über Körperkontakt wirken? Nein. Das ist wirklich nur das Gas. Aber von mir stammen auch so nette Zitate wie: Meine Freundin damals hat ihren Kopf auf dem Schoß. Und ich sag so, hält gerade so ein, wie einfach und es ist und wie wenig Kraft man braucht, um ein Genick zu brechen. Da wird man ein bisschen komisch angeguckt, aber ich bin Mediziner, ich kann nichts dafür. Deine tote Ex-Freundin, oder? Gestern Nacht ist meine Freundin explodiert. Oh boy, ja. Gut, zurück zur Folge. Ja, ich wollte auch zum Thema Genickbrechen eigentlich noch zwei, drei Sachen sagen, aber lass uns mal zurück zur Folge kommen. Das besprechen wir später, wenn keine Aufnahme läuft. Ja, die Folge ist auch schon fast durch, ne? Das stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall kriegen sie es dann ja sehr, sehr konsequent hin, dass Margaret und Frank da nicht zum Vollzug kommen, sag ich jetzt mal. Mhm. Und die beiden werden dann noch ein kleines bisschen unentspannt, ne? Ja. Wie heißt dieser fremde Mann in ihrem Bett? Ja, mein Bettchen war mir zu hart und manchmal war zu weich. Aber wie krampfhaft sie auch echt daran festhalten, mit so nein, 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 nein. Ja, das war ja auch das Schöne, als Raider dann zwischendurch sagte, das mit dem Date wird nichts. Genau. Und sie dann sagte, we do not have dates, we run into each other every now and then. Ja. Well, yes, I'm sorry, we can't run into you tonight. Ja. Da, wo man sich manchmal fragt, ist er so unschuldig, dass er das wirklich nur so meint? Oder ist er doch so hinterfotzig? Und ich unterstelle ihm, dass er sowas weiß und dass er seine unschuldige Art dafür nutzt, dass ihn dafür keiner böse ist. Ja, also 50, da ist er wirklich 50, ne? Die Unschuld vom Lande, die schon mal im Schweinestall war. Oder sich an die Milchmann. Nein. Oh, schnell weiter. Oh, ja. Ja, bitte. Ja, gut. Alex, du fandst die Folge wieder bescheiden, deswegen hast du sie nicht zu Ende geguckt. Ich bin dann an der Stelle ausgestiegen, wo es irgendwie in der Mitte irgendwo. Es war wieder so, okay, ja, ihr habt es jetzt irgendwie mit den Mädels gemacht, jetzt mit den Jungs nicht ganz so böse, aber auch nicht irgendwie, also
Ja, keine Ahnung. Es war wieder, auf beiden Seiten mochte ich das Menschenbild nicht. Dass da nur eine einzige intelligente oder Person mit diesen Interessen wie diese Dame da rumrennen soll, kann mir jetzt auch keiner erzählen. Naja, ja, nee, das ging ja, in dem Fall ging es ja andersrum. Raider hat sich ja erst verknallt und dann haben halt die anderen versuchen, halt wie gesagt, ich habe ja... Ja, aber dass jede, also dass sie irgendwie jedem da überlegen sein soll mit ihrem Wissen in all den Bereichen, die sie irgendwie interessieren und es ist... Also naja, es wird ja eigentlich nur gesagt, dass sie ihm überlegen ist. Genau. Ob da andere sind, das wird ja nicht gesagt. Es ist naja, ja einfach aber nur, es in diesem ja Gespräch am Tisch versuchten ja die anderen das, was Raider tun sollte, zu übernehmen und stehen damit auch ziemlich doof da. Ja, aber sie stehen dabei auch sehr doof da. Ja, aber eigentlich nur, weil sie versuchen, ihm das in die Schuhe zu schieben. Die versuchen gerade eine Kartoffel als Porsche zu verkaufen. Ja. Also, da will ich nicht sagen, dass die der Frau unterlegen sind. Es ist einfach nur so, in diesem Fall hat er sich eine ausgesucht, die ihm klar überlegen ist. Die anderen mögen vielleicht auch so schlau sein, aber sie ist halt einfach in diesem Fall eine Intellektuelle. Und vielleicht gibt es auch andere, die so intellektuell sind, aber in die hat er sich halt nicht verguckt oder sie sind ein Kerl. Ja, und dann sind die auch nicht in der Lage, dazu zu stoßen und das bessere Bild dazu. Ach nein, ja, vielleicht, aber das sind seine Freunde. Es wäre dann halt eine andere Folge geworden, insofern gefiel mir halt die Folge einfach von daher nicht. Vielleicht ist sie auch einfach nur nicht vom Krieg so versaut, dass sie nur noch am Saufen und am Vögel ist. Wie bei der letzten Folge hast du jetzt natürlich das Problem, dass dir die einzig gute Sequenz der Folge entgangen ist, nämlich diese Cockblock-Sequenz, wo sie also Margaret und Frank, wie man das bei uns im Haus so schön sagt, Sackhüpfen schicken. Das heißt, irgendjemand kommt an und du schickst den dann irgendwo anders hin. Nee, dann müssen sie mal hier wo da und da gucken, ob die da irgendwie einen Schlüssel für den Raum haben. Und nee, also das ist ja, sind sie hier bei uns ja völlig falsch. Dann müssen wir mal woanders hin. Lassen Sie das oder ich rufe den Platzanweiser? Nee, dann möchte ich Sie bitten, sich einen Dienstweg zu halten, genau. Ja, wie fandet ihr die Folge? Besser als die vorherige. Sie hatte ein bisschen mehr Witz. Ja, sie war nicht ganz so auf eine Schiene laufend. Also es ging nicht nur darum, dass irgendwie keiner poppen darf oder will oder kann. Es war zwar wieder so Studentenheimniveau, aber es war lustiger, weil auch Frank und Margaret wieder ein bisschen leiden durften, weil sie ja wieder so die Korinthenkacker waren und weil sich diesmal das ganze Camp wieder so ein bisschen miteinander verschworen hat. Und für mich hat auch Raider doch einiges rausgerissen. Ich mag den kleinen Kerl ja. Ja. Ja, also ich konnte ihr nicht allzu viel abgewinnen. Von daher kriegt sie von mir eine Schallplatte. Von wie viel? Egal. Ja. Eine von egal, okay. Eine von 1000. Ich würde 2 von, wie bei der letzten Folge glaube ich auch schon, 2 von 5, das mit den Schallplatten wollte ich auch, verdammte Axt, 2 von 5 ausgetauschten Rasierwassern bekommt die Folge von mir. So. Ja, wie gesagt, da sie nicht so monothematisch war, sind es denn doch 3 von 10 Krieg- und Friedenausgaben. Ja, also ich fand die gut insgesamt, also nicht so bösartig, mäßig. Also ich bei mir sogar 5 von 10 sehr signifikanten Punkten. Also ich gebe 2 Krieg und lege noch einen Frieden obendrauf. Von 10. Von mir kriegt sie auch 5 von 10 Grammophonen. Ja, und ich gebe auch ein bisschen mehr als letzte Woche. Ich gebe 4 von 10. Ah, Bach. Gut, dann beschließen wir die Folge damit und wünschen euch viel Spaß für in der kommenden Woche, bis wir uns wieder hören beim Mesh unterm Messer. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Ciao.
Ich bin der Raphael und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Mesh unter Messer. Wir besprechen heute Staffel 1, Folge 15, die Folge Tuttle oder im Deutschen nun dankend allen Tuttle. Dann darf sich mal der Rest vom OP-Team vorstellen. Ja, hallo, hier ist der Sven. Die Alex. Max Snyder. Letzter Punkt. Der Arnim. Und der imaginäre Flo. Da steckt Leidenschaft drin heute, merke ich schon. Es geht darum heute in der heutigen Folge, dass nicht Frank, wie ich es eben gerade verkackt habe, sondern dass Trap und Hawkeye einem Waisenhaus, was von einer Nonne betrieben wird, mit Extravorräten helfen wollen und weil sie den Dank nicht annehmen wollen, erfinden sie den Captain Tuttle, einen angeblichen Arztkollegen. Ja, und diese ganze Geschichte verselbstständigt sich im Camp zunehmend, weil sie auch versuchen, da noch ein bisschen mehr rauszuholen. Und plötzlich kennt jeder Tuttle, bewundert Tuttle. Und im Endeffekt müssen sie Tuttle aus dem Weg schaffen. Mit einem sehr dummen Tod. Ja. Jeder war sein bester Freund. Ja, jeder kannte Tuttle. Jeder liebte Tuttle. Frank sogar besser als Hawkeye. Aber er war doch. Ja, ein bisschen Tuttle steckt doch in jedem von uns. Aber er war auch eifersüchtig auf Tuttle. Man könnte meinen, sie hätten Tuttle zusammen erschaffen. Ja. Ich finde es auch sehr schön, dass er bei Fernsehserien.de beim Cast auftaucht. Echt? Hier ist aufgelistet Captain Tuttle. Er selbst steht da. Das hatte ich nicht gesehen. Ja, er ist ja Hawkeyes ausgedachter Freund aus Kindertagen. Und auch damals war er schon in erster Linie dafür da, um für Hawkeye gerade stehen zu müssen, wenn Hawkeye irgendwie Mist gemacht hatte. Und seitdem wissen wir auch, dass Hawkeye früher Bettnässer war. Und IMDb steht Captain Tuttle auch drin. Faszinierend. Aber wir erfahren auch, dass Raider auch einen imaginären Freund hatte, nämlich eine Shirley. Eine imaginäre Freundin. Imagär. Und wie sah sie aus? So wie Tuttle, nur mit winzig kleinen Brüstchen. Nee, nicht wie Tuttle, so wie Raider. Raider. Er sagte, so wie ich, nur mit sehr kleinen Brüsten. Nee, im Deutschen sagt er so wie Tuttle. Wie Tuttle. Ja. Im Englischen sah er aus wie Raider. Also just like me, Okay. Also so wie Tuttle mit winzig kleinen Brüsten ist ja schon merkwürdig, aber so wie Raider mit winzig kleinen Brüsten ist ein bisschen verstörend. Ja, vor allen Dingen, weil Tuttle ja 6 Fuß 4 Zoll groß ist, haselnussbraune Augen hat. Mhm. 97 braune Pfund Haare. Wiegt. Und winzig kleine Brüstchen hat. In der späteren Szene, wo sich Raider dann als Tuttle ausgibt, da kriegt man aber auch mit, dass Frank nicht richtig aufgepasst hat, als sie seine Akte studiert haben. Oh. Ist ja dunkel da, das hat man ja nicht gesehen. Und sie haben ihn so seltsam ausstaffiert, dass das auch einfach ein zusammengekrümmter Mensch sein könnte, statt einem kleinen Menschen. Richtig. Ja. Wie war das? Er ist Druide. Reformiert. Was ist da für eine Religion? Atheist, nein, ich glaube nicht an den Atheismus. Er ist Druide. Wie gesagt, reformiert. Genau. Und er hat am Berliner Polytechnikum studiert. Wahrscheinlich ein Nazi. Ja, genau. Und er hat sein Examen von Adolf Hitler überreicht bekommen. Hast du den Aber das getragen? Können wir jetzt mal kurz vom Anfang her nehmen. Ja, das stimmt. Weil das ist ja schon der spätere Teil. Weil es ist dann erst zum Beispiel, es sind halt nicht nur Hawkeye und Trapper, die dann halt von Tuttle wissen, unter anderem auch Raider, der dann ja zum Beispiel nach dieser Nachtszene, als sie halt die Waren auf den Lastwagen der Nonne geschafft haben, dann zum Beispiel auch wieder bei Colonel Blake ist und ihn da die Lieferung unterzeichnen lässt. Und dabei auch wieder ganz geschickt davon ablenkt, dass es diesen Captain Tuttle, der das Ganze angefordert hat und weitergegeben hat, eigentlich nicht gibt. Ja, weil Raider ihm vormacht, dass es ihn doch gibt. Ja, sie haben doch mit ihm gegessen, Sir. Nee. Gefrühstückt. Ich habe heute nicht gefrühstückt. Dann haben sie ihn auf der Latrine kennengelernt. Das könnte sein. Aber schön finde ich dann auch den Satz, als Raider ihnen dann sagt, ja, sie können hier unterschreiben, auf das andere ihre Initialen machen, sie können es aber auch andersrum machen, dann müssen sie da unterschreiben, dass sie das eine unterschrieben und das andere initialisiert haben. Wo dann Blake fragt, you understand all that army stuff, Raider? Und er ganz trocken sagt, it helps if you're not too bright. Ja. Schöne Szene. Ja. Wieder so schön, diese Szene, ja. Ja. Wunderschön. Denkt ihr, dass das wirklich klappen könnte, jemanden so zu erschaffen? In der Armee? Ja. In der Armee, ja. Ja. Nicht nur in der Armee, in jeder hinreichend großen Behörde geht das. Ja.
Ich kann mir das fürchte ich auch vorstellen, ja. Also wenn man genug Leute irgendwie in genug Protokollen die Person auftaucht und es gibt einen Abgeordneten, der war die erste Zeit auch unbekannt, dass der nur fiktiv ist. Das ist der Herr Mierschied oder so ähnlich, Jakob Maria? Irgend sowas, ne? Ja gut, dem haben sie halt immer ihre Reden untergeschoben. Und der war auch zuerst nur eine Fake-Person, dem sie halt gesagt haben, nee, das war der und der hat das unterschrieben. Nein, das wird auf den zurückzuführen und irgendwann würde dann klar, nee, den gibt's gar nicht. Ist ja genau wie dieser Regisseurname. War das Adam Smith oder so? Ja, Smithy, aber das ist ja eigentlich nur ein Synonym dafür, ich stehe nicht hinter meinem Film. Eben, aber irgendwo in der IMDb steht jetzt Adam Smithy oder wenn du Filme guckst, siehst du den Herrn im Abspann und den gibt's nicht. Ja, das ist aber nur, weil die nicht dahinter stehen. Das ist ein Gag. Das ist nicht, dass es jemand glaubt, sondern das ist ein bekannter Gag. Und jetzt haben sie mittlerweile, glaube ich, auch in jemand anderen. Ja, man weiß dann halt jedenfalls nur, der Originalregisseur wollte mit diesem Werk nicht mehr in Verbindung. Genau. Es gibt auch jemanden für den Schnitt, wenn sie da nicht wissen, wenn sie da nicht hinterstehen wollen. Da gibt es auch einen Namen für, aber auf den komme ich nicht. Na gut, aber jedenfalls existiert dann halt dieser Tattelname darum. Da kommt auch Colonel Black für die Augen und dann kommt es ja, wie es kommen muss. Als erstes beschließt dann Blake, dass unter anderem dieser nicht existierende Tattel auch mal den Offizier vom Dienst machen soll. Ja, wieso ist er der Einzige, der noch nie extra Dienst gemacht hat? Das gibt's nicht. Aber nicht Frank Thornton freiwillig gemeldet. Genau. Genau. Passt Frank natürlich auch gar nicht, weil Frank macht das gerne und dieser Tattel, naja, der Tattel ist ja ein guter Kerl, aber trotzdem, das war sein Job, verdammt. Ja, und dass Henry auch mal so aktiv ist, also wahrscheinlich auch nur, um Frank einen auszuwischen. Irgend sowas. Und jedenfalls dann, ja, ab dann geht's natürlich los. Sind natürlich Houlihan und Frank überzeugt, dass dieser Tattel auch wirklich da neu im Camp ist, sich aber bei Frank noch nicht vorgestellt hat und das kann laut Frank ja nur sein, weil er ihn ersetzen will. Und Margaret will das ja auch noch kontrollieren. Und wen ruft sie wieder an? Clayton. Und das finde ich so schön, durch einen Trick von Radar wird das wieder zurückgestellt und Hawkeye kann wunderbar einen schmierigen General geben. Wobei, kleines Extra, wir sehen Sparky. Stimmt. Ist er davor schon mal aufgetaucht? Nee, das erste Mal tatsächlich. Ja. Sehen wir ihn danach nochmal? Ab und zu. Ich meine nicht. Den also Darsteller, glaube ich, ja. Ja, ist er das einzige Mal da zu sehen. Ah. Den Darsteller, sie hat man noch ein paar Mal gesehen, meine ich. Quasi so, ja. Die Figur wird noch oft erwähnt, aber ob man sie noch mal sieht, das müssen wir mal ein Auge drauf haben. Ich wüsste es nicht mehr. Also in der Wikipedia, in der englischen steht, dass es das einzige Mal ist, dass man Sparky sieht. Und dann ist dann immer Radar am Telefon, kurbelt, ruft, hallo Sparky und dann hat man wieder Sparky im Kopf. Okay, vielleicht wird der Schauspieler auch recycelt, wäre ja nicht der Erste. Ich meine, den Schauspieler später noch mal gesehen zu haben. Sehr schön fand ich auch die Idee von Hawkeye und Trapper, dass man doch einen Tattel bauen könnte. Das hatten wir, glaube ich, in der vorletzten Folge schon mal erwähnt. Mhm. Wanna go back inside and build one? Nee, das war, glaube ich, bei der letzten Folge. Radar. Oder? Ja, egal. Nee, das war definitiv in dieser Folge. Ja gut, dann habe ich es durcheinander gebracht. Ich habe es zu schnell hintereinander geguckt. Aber ich finde auch faszinierend, was bei Margaret einfach nur ausreicht, um sie, verzeiht mir den Begriff, zu tropfen wie ein Kieslaster. nur weil sie liest, er ist groß und er hat rotbraune Haare, haselnussbraune Augen. Vor allem das Haar ist arg juckig. Und vor allem das Haselnussbraun in der Akte drin steht. Ich wusste nicht, dass die Army so genau ist. Hazel ist eine Standardaugenfarbe, ja. Echt? Okay. Ja. Gut. Und sie da wirklich kieslastert, weil er und er wiegt 97 Kilo. Kann auch sein, dass er einfach fit ist. Ja, bei 6 Fuß 4, also 2 Meter und ein bisschen, sind die 97 Kilo nicht fett, wahrscheinlich. Aber da sieht man doch, dass Hawkeye dieses ganze Ding irgendwie ein bisschen drauf hat. Denn er hat das ja genau so reingeschrieben, es hat auch genau so funktioniert. Also er weiß schon, dann ja auch. Jetzt noch ein bisschen was für Houlihan. Genau, also er weiß vielleicht nicht unbedingt, was Frauen wollen, aber was Hotlips will, das weiß er schon. Oh ja. Er hat ja auch schon mal ein bisschen angetestet. Verfolgen vorher. Und Frank geht natürlich komplett ab und ist wieder hochgradig eifersüchtig.
Er soll doch nicht eifersüchtig auf eine Akte sein. Mich hat noch gewundert, dass sie die Akte nicht mit in ihr Zelt genommen hat. Ja, vor allen Dingen da schon war das da das erste Mal, wo man dann jetzt dann gesehen hat, wie needy er in der Beziehung ist. Sagt er, war das noch davor oder nach der Akte, wo er sagt, wenn du weggehst, dann haue ich mir ein Skalpell in den Nacken. Oh, also er sagt im Englischen sagt er, dass er den Kopf unter einen Jeep legen möchte. Das kommt später noch. Ach so. Wenn du mich verlässt, dann tue ich meinen Kopf unter einen Jeep. I put my head under a Jeep. Deswegen, ich habe da beides angekreuzt und needy nebengeschrieben. Mhm. Ja, das ist schon ganz schön creepy. Also. Ja. Aber er ist sowieso ein bisschen paranoid und er weiß einfach auch genau, sobald er wieder zu Hause ist oder woanders, der wird nie wieder sowas kriegen wie sie, weil wir sehen ja in späteren Folgen, sehen wir ja mal, wie seine Frau aussieht. Ach Gott, ja, stimmt, ja. Dann kann man es aber auch ein bisschen verstehen, dass der nicht will, dass der Krieg beendet wird. Ja, wobei Hotlips ja nur auch einen ziemlich fürchterlichen Charakter hat. Also ich glaube, ja, da ist sie jetzt nicht mal schlimmer oder besser als seine Frau. Ja, also. Aber ich wollte auch gerade sagen, ich glaube, der Charakter ist ihm ziemlich egal. Sie ist militärisch und sie sieht nicht aus wie seine Großmutter. Als wie klar, noch so nebenher, wie klar allen im Camp ist, was zwischen den beiden vorgeht, merkt man beim kurzen Gespräch zwischen Colonel Blake und Rayner. Wo dann Colonel Blake sagt, irgendwas ist da doch mit Houlihan und Burns los. Und Rayner dann noch so knochentrocken sagt, yeah, one guy even has pictures. Ja. Aber wie soll man auch jemanden wie den Tuttle konkurrieren? Ja, da kriegt der 14 Monate kein Sold und sagt nicht nur nichts, sondern ist dann auch noch independently wealthy und spendet das ganze Geld. Das ist dann ja noch das Nächste. Vor allen Dingen, dass dann halt 14 Monate Bezahlung natürlich direkt ans Waisenhaus gehen. Er soll sehr schön der Geldbote, der dann erstmal noch zu Hawkeye kommt, um zu verifizieren, dass die Signaturen zusammenpassen. Ja. Das stimmt. Also die Unterschriften. Man glaubt ja gar nicht, wer alles Onkel Sam bescheißen will. Ne? An der Stelle fand ich sehr schön, dass sie zwar auf der einen Seite natürlich die Chance wittern, Moment mal, der wurde ja gar nicht bezahlt, da können wir Onkel Sam bescheißen, es auf der anderen Seite aber dann doch nicht für sich selber machen. Nee, das geht dann auch wieder direkt alles ans Waisenhaus. Das fand ich auch sehr schön, ja. Und auch jeder zukünftige Lohn soll ans Waisenhaus gehen. Genau. Ja, und für diese Tuttle kommt ja aus reichem Haus und der braucht das nicht. Genau, sein Vater hat das Erfinden erfunden. Ja, also im Englischen war es Bill Padding, also das großzügige Aufbauschen von Rechnungen. Ja, und für diese Großzügigkeit muss der arme Tuttle jetzt sterben. Richtig. Für die Großzügigkeit, wegen des Ordens. Genau. Eigentlich muss er ja sterben, weil er einen Orden kriegen soll. Genau, weil der General will das ja nicht nur, wenn wir nicht nur belobigen, es ist ja, wird ja die Presse dazu eingeladen, weil wie jeder andere auch, wollen sie Tuttle zu ihrem Vorteil nutzen, um sich besser darzustellen. Das ist eigentlich auch irgendein Konsens in der Folge. Jeder nutzt ihn, um sich besser darzustellen, bis auf die beiden, die ihn erfunden haben. Weil ja auch nur die beiden, ja, jeder, es sind ja im Grunde halt nur Colonel Blake und Frank Burns. Und bei Colonel Blake ist es ja noch so, weil der ja so ein bisschen zerstreut ist. Habe ich den getroffen? Ja, habe ich. Ja, da muss das wohl ein töfter Kerl sein. Wa? Das heißt, dem nehme ich noch ab, dass er da so reinrutscht, weil er einfach sagt, ja, habe ich wohl gesehen. Aber bei Frank Burns ist es halt reine Eifersucht. Mhm. Auch wie auch Tuttle wirklich stirbt. Sowas von dämlich. Er springt mit allen ab. Operationsbesteck, Blutplasma, aber ohne sein Fallschirm. Ja, alles, was so ein Army-Doktor braucht, genau. Ja. Da denke ich mir auch, wird die Leiche später nicht gesucht? Ja, die ist ja Kriegsgebiet. Da kann man sagen, der ist irgendwo, wie gesagt, die Hundemarke hier, das ist alles, was übergeblieben ist. Der Rest ist weg. Ja, und wo habt ihr die her? Ja, das war magnetisch. Nein, was war das so? Den Namen habe ich vergessen. Das war hier von Zart. Wer ist denn das? Mein Major imaginärer Murdoch. Freund. Genau, Major Murdoch. Mein imaginärer Freund von früher. Der nächste Ausgedachte, ja. Ja, und die Rede von Hawk, aber er ihn ja am besten kannte. Und Frank gleich, das ist eine Lüge, ich kannte ihn am besten. Und er erzählt, wie er eigentlich eine Freude hat, anfangs so wirklich überall so Hinweise einzubauen, dass sie ihn doch ausgedacht haben. Ja, so einen kann es gar nicht geben. Man könnte meinen, jeder von uns war Tuttle. Und danach trägt er so richtig dick aus, so ein schönes Schmierentheater.
im großen Wartezimmer im Himmel. Und er salutiert. Immer der Umschnitt auf Raider zwischendrin, der so, oh Gott, oh Gott. Es hat doch echt gefehlt, dass so eine einsame Träne in Großaufnahmen von Hawks Wange rinnt. Nee, das hat mich echt erinnert an diese Rede von Leslie Nielsen in die nackte Kanone. Ja! So vom Pathos her, also richtig schön. Das hat mir gefallen. Ja, stimmt. Aber dann natürlich auch wieder, da die hinterbliebenen Rente sollen natürlich ans Waisenhaus gehen. Ja, das jetzt nicht konsequent durchzuziehen, wäre ja auch doof. Richtig. Alex, du hast die Folge nicht nach der Hälfte ausgemacht? Nee, die habe ich tatsächlich durchgeklaut. Und ich habe das Berliner Polytechnikum auf dem Blatt stehen. In welchem Jahr müssten wir jetzt grob sein? Wie alt müsste dieser Mensch sein, wenn er tatsächlich ein alter Nazi wäre? Also er ist 23 geboren. Sagen wir mal, er war mit Mitte 20 mit dem Studium fertig. Mitte, Ende 20 müsste eigentlich 1950, so Ende 40er, Anfang 50er mit dem Studium fertig gewesen sein. Er spielt im Koreakrieg. Koreakrieg ist Anfang der 50er. Ja, genau. Also wir sind, geht schon 51 hin. Sind ja, okay. Und die meisten Ärzte, die eingezogen wurden, waren ja auch gerade frisch von der Uni. Ja, und ein für die Armee ein wichtiges Nickerchen finde ich auch noch erwähnenswert. Ja. Was haben wir hier noch stehen? Was sagtest du vorhin, was die in die Akte schreiben wollten, dass Adolf Hitler ihm seinen Urkunde erreicht hat? Die Adolf Hitler High School. Also zu dick aufgetreten. Sagen, im Englischen war es, ob er auf der Adolf Hitler High School gewesen sollte. Ja, das aber das wäre auch schon ein bisschen Hitler hart. Ob Hitler ihm das Ding ausgestellt hätte oder so. Genau. Ob Hitler jetzt persönlich überreicht. Das im Englischen? Nein, da hatten sie, glaube ich, nur die Adolf Hitler High School wollten sie nehmen und haben gesagt, das wäre dann zu viel. Ja, aber genau, aber das kannst du ja im Deutschen nicht bringen mit der Adolf Hitler High School. Das hätte hier weniger gezogen als dort in Amerika. Also das fand ich dann schon die Übersetzung, ob Hitler ihn sie wirklich persönlich übergeben hat, fand ich sehr schön. Es war genug überzogen und passte schon. Ja, wobei er vom Alter her dann ja auch nach dem Krieg. Also von daher passt. Nur viele Amerikaner glauben sowieso noch, dass Hitler lebt. Also. Ja, also wenn du danach gehst, was viele Amerikaner glauben, ist Trump auch ein guter Präsident. Das glaubt auch Trump vor allem. Jetzt war das schon wieder politisches Kabarett hier. Es kann also passen. Deutschland war ja schon wieder verbündet. Da konnte man also jetzt im Kontext so einen Witz machen. Ja. Und vor allen Dingen, weil das bei den Amis dann auch damals halt so ein gängiges Stereotyp war, weil halt die Amis haben sich halt auch so viel, wie sie konnten, deutsche Wissenschaftler reingeschaufelt. Das heißt, also wer da von einer deutschen Uni oder was kam, das galt dann direkt was. Weil ja da Werner von Braun macht hier die Raketen und der von Neumann unsere Computer und was nicht alles. Ja. Also von daher schon ganz passend eigentlich. Und wie sie auch schon sagten, es ist nicht nachvollziehbar. Genau, ja, eben. Wäre schwer nachvollziehbar. Nee, also von daher, hat noch irgendjemand noch ein Zitat anzubringen, noch eine Anmerkung? Dann würde ich sagen, kommen wir zur Bewertung, oder? Ja, lass uns zur Bewertung schreiten, oder? Ja, ich hätte noch anzumerken, dass es, ich habe das laufen lassen in der Küche, dort war noch mein Küchenbewohner und der meinte, das erinnere ihn an den guten Mensch von Sichuan, aber nur der halbgute Mensch von Sichuan, weil es würde die zweite Person fehlen, die erfunden wurde. Die zweite Person wird ja ist ja Major Murdock. Richtig. Okay, ja gut. Aber ich glaube, die reicht nicht, um die Situation aus dem Stück aufzufüllen. Aber gut. Ich glaube, ich weiß auch noch, warum Tuttle ohne Fallschirm abgesprungen ist. Denn damals, die Hubschrauber im Koreakrieg sind gar nicht so hoch geflogen, dass man mit dem Fallschirm hätte abspringen können. Da hätte man sich abseilen können oder so, aber Fallschirm hätte der gar nichts gebracht. Vielleicht hat er es einfach so versucht. Oder ist einfach ein Fehler der Autoren. Ich weiß es nicht. Im Übrigen auch, was mir am Anfang direkt aufgefallen war, Tuttle ist übrigens auch der Name von Robert De Niros Charakter in Brasil. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den Film kennt. Ja, ja. Großartig. Ein illegaler Ninja-Klempner. Nur, dass damit Leute den Film noch nicht kennen, es gibt einen illegalen Ninja-Klempner in diesem Film. Okay. Das sollte eigentlich schon als Argument, den sofort gucken zu gehen, reichen. Mhm. Komische fliegende Menschen mit komischen Anzügen. Na gut, das sind jetzt nur die Träume. Aber trotzdem gut. Ja, wundervoll. Aber ein Ninja-Klempner kann nichts toppen. Also ich hätte auch gern Ninja-Klemp. Der taucht Ninja auf, es ist alles repariert und du hast es nicht mal mitgekriegt. Ich wollte gerade sagen, so Ninja-Handwerkerleien allgemein wären halt ziemlich praktisch, ne?
Das Einzige, was bleibt, ist das Loch im Duschzelt. Ja, so muss man alles selber machen. Auch genau. Das Loch ins Duschzelt, genau. Aber wo ist der Ninja Raider? Reiten wir zur Bewertung? Ja. Jo. So, dann legt mal los, Kinas. Ja, also mir hat die Folge ziemlich gut gefallen. Ich würde 4 von 5 ihres merkwürdigen Quellen stammende Hundemarken geben. Okay. Ich nehme, glaube ich, 3 von 5 und also das erste wären Decken, das zweite Milchpulver und das dritte wäre Penicillin. Jetzt Snyder? Ja, bei mir sind es 6 von 10 Hundemarken. So, ich gebe der Folge sogar 7 von 10 Druidensicheln, in Klammern reformiert. Ja, von mir kriegt er, obwohl in der Folge eigentlich nichts passiert, aber sie war charmant, sie kriegt von mir 4 von 5 imaginären Freunden. Ja, mir gefällt die Folge auch. Also wir sind nach der kleinen Durststrecke wieder auf dem Weg nach oben. Sie kriegt von mir 7 von 10 Anrufe bei General Clayton. Ja, ich mag die Folge auch sehr, weil sie auch mal ein bisschen mehr weg ist von reinem Klamauk. Es steckt ein bisschen Story dahinter. Es kommt schon mal so eine positive Grundaussage. Und deswegen kriegt sie von mir 7 von 10 beim Aufprall zerplatzten Teenage Mutant Ninja Turtles. Turtles. Und würde damit sagen... Sehr gut. Mutant Nazi-Tattel. Das wäre mal eine Serie. Das, ich sagen, das möchte ich gezeichnet sehen, aber da kann ich mich ja die Tage mal dran setzen, ein Teenage Mutant Nazi-Tattel. Oh Gott. Okay. Dann mach das gerne. Ja, ich kann das leider, das ist das Schlimme. Okay, aber mit diesem Bild in euren Köpfen, weil in allen von uns steckt ein kleiner Teenage Mutant Nazi-Tattel, verabschieden wir euch, nehmt nicht die falschen Medikamente, wie wir es scheinbar getan haben, trinkt einen Gin auf uns. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Hallo Ali und herzlich willkommen zu Mesh unter Messer. Wir sind immer noch in Staffel 1, Folge 16 im Englischen The Ring Banger. Da könnte man jetzt alle möglichen Assoziationen haben. Hat irgendwer eine Ahnung, wie das Ding im Deutschen heißt? Nur Leben in die Bude. Oh, ein ausgezeichneter Titel. Also, ja, und so wortgenau übersetzt. Merkwürdige Definition von ausgezeichnet. Ich bin der Sven und wir haben heute außerdem dabei... Hi, die Dela. Hi, die Alex. Hi, der Raphael. Hi, der Zappo. Und den Flo. Walter. Wenn der Flo jetzt nicht Hi gesagt hätte, dann wäre ich so vom Stuhl gefallen, vor Schreck. Ja. Ja, also wir sind hier sehr viele Haifische und ein paar Leute, genau. Wir grüßen die Kollegen vom Hai-Alarm-Podcast. Da kommt man nicht drum rum. Wir grüßen die Kollegen vom Hai-Alarm-Podcast. Den beiden war ich übrigens am Samstag auf dem Konzert, aber das ist ein ganz anderes Thema. Jetzt könnt ihr ungefähr ausrechnen, wann diese Folge aufgenommen wurde. Dann schmeißen wir uns mal in unseren heutigen Trash-Film. Worum geht's denn? Genau, es geht um einen Colonel, der bei den Sumpfbewohnern auf dem Tisch landet. Und er hat nur eine Kugel in der Flanke oder im Hintern oder neben Oberschenkel war es, glaube ich. Genau. Und die Sumpfbewohner laden ihn denn dann auch zum Martini-Trinken ein und besprechen dann mal mit ihm, weshalb er denn so die doppelte Verwundetenzahl beim halben Boden gewinnen hat. Denn seine Leute verstopfen ihn also permanent in OP. Und so muss dann halt was getan werden. Und was sie dann tun, ist, ihm einzureden, dass er wohl bekloppt ist. Ja, und das tun sie auf eine Weise, wo ich mich frage, ist das das, was man Gaslighting nennt? Ja. Bitte was? Das ist Gaslighting. Okay.
Was ist Gaslighting? Ich verstehe die Welt immer besser, das ist schön. Also es gibt ein, Gaslighting ist eine Art von psychologischer Gewalt, bei der man in erster Linie dafür sorgt, dass Leute ihre Realität in Frage stellen. Das kommt von einem Theaterstück, das Gaslight heißt. Warum genau es daherkommt, weiß ich auch nicht, das müsste ich jetzt nach Wikipedian. Aber im Wesentlichen erzählt man halt Menschen, dass das so gar nicht stattgefunden hat und dass sie ja übertreiben und das wäre gar nicht so. Und ja, das ist schon relativ nah an dem, was sie hier tun. Also das, was Chefs auch gerne machen, cool. Die Frage ist, ob man es mit Absicht macht oder ob man einfach nur zu doof ist. Aber, oder ob man einfach wirklich eine andere Ansicht hat. Ja, aber das Zelt umbauen. Ja, in dem Fall war es ziemlich klar. Bringen wir gleich mal rein in die Folge. Sie holen da die Kugel raus und auch nicht die erste, denn sein Körper ist durch und durch vernarbt. Ach, wollen wir noch sprechen, von wem der gute Colonel gespielt wird? Von Leslie Nielsen. Das ist ein recht unbekannter Schauspieler. Den ich auch tatsächlich nicht erkannt hätte, wenn ich nicht irgendwie ab und zu, also wenn er nicht ab und zu die Augenbrauen gehoben hätte und sein typisches Gesicht gemacht hätte. Ja, man kennt ihn sonst nur aus so komischen Trash-Filmen wie The Forbidden Planet mit Robbie, dem Roboter. Oder den einen oder anderen Auftritt in Creepshow. Oh, da hatten wir ihn auch, stimmt. In Prom Night hat er auch als Horrorfilmdarsteller brilliert. Das große Problem ist, ich kannte die frühen Sachen nicht, aber der sah ja auch schon damals so alt aus. Der war auch damals schon. Und sagte mir, das ist Leslie Nielsen. Das kann nicht sein, der kann damals nicht so alt ausgesehen haben. Der war damals auch noch nicht so jung, der Mann ist 1926 geboren. Ja, ich weiß, er hat irgendwann, ne, once you reach max level, you stop leveling. Und das war bei ihm wohl irgendwo in den 60ern. Ja, das ist so wie bei Patrick Stewart, die werden einfach irgendwann nicht mehr älter. Genau. Ja, nachdem er aus dem OP raus ist, wird er dann auch direkt von den Doktors auf einen Drink eingeladen in den Sumpf. Und was ich mich an der Stelle gefragt habe, ist, wieso haben sie ihn auf den Drink eingeladen? Wollten sie direkt von Anfang an da mit ihm über die vielen Verwundeten reden und das mal aufbringen? Also mir schien das fast so. Ich hatte das Gefühl, das wussten sie da noch nicht. Die fanden ihn anfangs noch echt ganz lustig. Okay, er muss auf dem OP-Tisch schon gleich zeigen, was für ein harter Typ er doch ist. Bei Hotlips ja auch direkt funktioniert. Der war ja schließlich auch auf dem Cover von Stars and Stripes, also. Nee, aber ich glaube tatsächlich, das ist anders. Also ich würde es nicht so sehen, dass sie ihn am Anfang noch für einen coolen Typen halten, sondern alleine schon das Grab auf dem OP-Tisch sagt denen, da ist wahrscheinlich, wenn der selber zu sich selber so ein Vollidiot ist, dann muss das ein Schleifer sein und dann muss das auch ein ziemliches Rindvieh sein. Ja, ich weiß nicht. Denke, der Verdacht stand da schon, auch wenn sie die Daten noch nicht hatten, wahrscheinlich schon im Raum und sie wollten so unter der Hand schon mal was rauskriegen, ob das jetzt eine Fehleinschätzung ist oder nicht. Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich hatte eher das so verortet, dass Hawkeye diese Erkenntnis hatte, als er anfing da zu reden und über die Drückeberger und als er mit seinem Ring da rumgeklopft hat. Und auch noch rassistisch wird. Also das hatte ich auch so im Gefühl, wie es gespielt war, dass es im Zelt eigentlich ganz fröhlich und kollegial anfängt und dann aber ziemlich schnell kippt. Genau. Ja. Sagen wir so, einigen wir uns darauf, sie hatten zu dem Zeitpunkt noch Hoffnung, dass sie sich vielleicht täuschen. Ja, das sagen wir so, dass der Typ ein bisschen komisch ist und man sich den mal näher anschauen muss. Das war, glaube ich, ihre Intention. Und im was sie da gedachten, weiß ich nicht. Und im schlechtesten Fall einfach jemand zum Trinken. Ja. Genau. Weil er war auf jeden Fall dem Saufen nicht abgeneigt. Ja. Was ich hier halt ganz schön fand, ist, dass sich ja relativ schnell dann auch diese Diskussion entspinnt. Wie gesagt, kaputt operieren dürfen wir ihn nicht, eine auf drübe geben, funktioniert nicht lang. Ist scheiße, was machen wir jetzt? Und hier wird sich ja nun tatsächlich noch aktiv gegen das kaputt operieren entschieden. Aber das werden wir ja in späteren Folgen aus anderen Staffeln noch ganz anders erleben. Ja. Ich bin ja jetzt nicht so weit voraus, aber... Ich weiß nicht, ob sie da wirklich jemand kaputt operieren. Es wird vielleicht mal jemand notdürftig, unnötig eingegipst oder ähnliches. Aber nee, aber es wird schon auf jeden Fall deutlich anders diskutiert, also deutlich ernsthafter. Ja, das schon, ja. Ich wollte nur sagen, aber wirklich Körperverletzung haben sie da nicht betrieben. Ich glaube doch, es ist dann nur relativ sinnlos. Also ich glaube, es ist tatsächlich so, dass, aber ist ein Thema für eine andere Folge. Ja. Dann steht auf jeden Fall fest, dass sie ihn aus dem Verkehr ziehen wollen erstmal. Und dazu ist noch nicht jedes Mittel recht, aber sie planen schon mal gut durch.
Ja, und sogar eigentlich sogar Frank will ihn auch loswerden, aber er wird auf eine andere Art und Weise einbezogen, weil Frank ist schlicht und ergreifend eifersüchtig. Und ja, nun nicht völlig zu Unrecht, wie man dann später auch sieht. Oh nein. Ich meine, gut, die herzhaftenden Augen von Hot Lips, die waren nicht zu übersehen. Eifersucht ist insgesamt ein relativ sinnloses Gefühl, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ja, das war ja mehr als offensichtlich bei ihr. Sie hat ja förmlich ihn angebetet. Ja, aber als sie dann auch die Quasi-Information hatte, dass eine gute Tat sein könnte, dass sie zu Dienste schreitet. Ja, alleine das fand ich ja auch schon eine unglaublich geile Argumentation, weil er eben so ein Macho-Arschloch ist, dass sie dann Margaret einreden, von wegen, ja, er zweifelt an seiner Männlichkeit und deswegen ist er jetzt voll in der Existenzkrise und bla. Das fand ich lustig, dass es deswegen so funktioniert. Ja, wobei, das ist ja eigentlich erst der Höhepunkt der ganzen Aktion. Als erstes geht es ja los mit dem verlegten PA-Lautsprecher und dem Zelt, das er dann nicht wiederfindet. Und damit, dass sie mir auch sagen, ja, also hier, du hast hier irgendwie eine Beeinträchtigung und das passiert den Besten von uns und so weiter und so fort. Wir schreiben es nur nicht in deine medizinische Akte, wir wollen deine Karriere ja nicht zerstören. Ja. Und das ist eigentlich nur einfach eine weitere Eskalation. Ich glaube nicht, dass sie das geplant haben, weil er will ja eigentlich nur eine zweite Meinung und dann will er von Henry unterstellen sie ihm, das ist ein Kampftrinker. Da hat er ein Problem mit und da frage ich mich, er hat doch vorher auch mit zwei Ärzten wie die Löcher gesoffen. So hat er da plötzlich ein Problem mit. Ja, wie die Löcher. Ich fand ja den Satz so schön. They had a bucket with gin and they were bobbing for olives. Ja. Das fand ich so wunderbar. Aber ich glaube, der Unterschied für ihn in seiner Welt ist tatsächlich der, da sind jetzt laufend Ärzte, ist ja schön und gut. Aber er betrachtet ja einfache Soldaten schon alle grundsätzlich als Drückeberger. Und wenn dann der Einheitenkommandant schon auch Kampftrinker ist, dann ist das, glaube ich, in Kombination mit seinem Rang für ihn schlimmer, als wenn das die normalen Soldaten machen. Ich glaube, da war es einfach nur, dass es ihm um seinen Arsch geht. Und es ist passiert, weil es so im Skript stand. Oder halt richtig saufen ist okay, aber halt nicht im Dienst. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja doch noch immer einen Unterschied zwischen Leuten, die Alkohol trinken und auch Leuten, die viel Alkohol trinken und Leuten, die Alkoholiker sind. Und dann ist auch der Unterschied, aber sag mal, im Dienst ein Arzt, im Endeffekt, die Verwundeten interessiert es nicht, wann die im Dienst sind. Also von daher, es ist alles so ein bisschen Doppelmoral. Und, aber sie schieben ja auch dann, als er Frank haben will, weil die beiden sind ja nur Captains, er möchte sich lieber von einem Major gutachten lassen, schieben sie ihn unter, Frank ist eine Fummeltrine. Ja, sie reden ihm ein, es geht auch hier wieder um seinen Arsch. Oh ja. Ja, ich meine, dass sie ihm das einreden und dass er da irgendwie ein Problem mit hat, ist ja die eine Geschichte. Aber was mich wirklich stört an der Stelle, und ich habe mir hier einen Rant in meinen Notizen geschrieben, ist, verdammte Axt nochmal, Männer sind nicht pauschal Vergewaltiger. Und schwule Männer sind auch nicht pauschal Vergewaltiger. Ja, ich habe da auch... Verdammt nochmal. Das hätte ich auch ähnlich können, aber ich habe es mittlerweile aufgegeben, bei Serien und Ähnlichem aus der Zeit irgendwie was vor anderes zu erwarten. Ja. Richtig. Aber nichtsdestotrotz darf ich mich darüber ärgern, oder? Da muss man einmal, was Frank passiert ist, ging's. Aber da muss man auch so sagen, dass oft homophobe Leute immer Angst haben. Ich habe das oft genug im Bekanntenkreis erlebt. Wenn die mitkriegen, oh, der ist schwul, haben sie immer das Gefühl, sobald er zu nahe kommt, der will was von mir. Nein! Das ist so ein Schwachsinn, ja? Also als wenn man was von solchen Arschgeigen möchte. Ja, aber solche Leute denken das scheinbar wirklich oft. Daher finde ich diese Darstellung von ihm, würde ich gar nicht mal so der Serienzeit schulden, sondern solche Arschlöcher gibt es leider immer noch und viel zu oft. Das ja, aber ich meine jetzt speziell einen Witz draus zu machen, das ist halt was, was halt in dieser Zeit halt noch leider sehr viel üblicher war. Auf jeden Fall. Ja, aber da würde ich sagen, der Witz geht eigentlich eher mehr auf die Kosten des Colonels. Was mich hier interessieren würde, habt ihr hier irgendwo in der Folge Klinger mal rumlaufen sehen? Nein. Also hat Bas ihn zu Gesicht gekriegt? Nee, ne? Hätte aber zum Wunder gepasst, hatte ich mir auch aufgeschrieben. Das wäre perfekt gewesen. Ja, nee, ich glaube, er hätte tatsächlich auf Klinger schon wieder ganz anders reagiert, als jetzt auf Frank, der ja... Versteht ihr, was ich meine? An der Stelle will ich da nochmal, nicht muss, aber will ich da nochmal kurz reinwerfen, dass Transsexualität, Crossdressing und Homosexualität auch nochmal völlig verschiedene Paar Schuhe sind. Aber euch brauche ich das nicht sagen, ihr wisst das. Ja, aber für so einen Typen wie ihn ist das ein und dasselbe. Das sind Drückeberger oder wie er das wahrscheinlich sagen würde,
Hat das nicht sogar in der Synchro gesagt, Schwuchtel? Nee, wäre mir aufgefallen. Nee, da hat andere Reviews, aber für so einen, der, ich glaube, der differenziert da nicht, so einen Charakter. Obwohl in einer der letzten Folgen, beziehungsweise mehrere Male auch so mit Begriffen wie Fruitcake oder so im Englischen rumgeschmissen wurde, wurde es in dieser Folge eigentlich immer nur angedeutet. Ja, auf jeden Fall wird recht klar gezeichnet, dass der Typ A, nicht differenziert, ein ziemlich ein verkorkster Typ ist und schlichtweg einfach nicht würde dein Offen. Ja, sein Männlichkeitsideal so nach vorne trägt. Ja. Müssen wir nicht drüber reden über den Typen. Richtig. Aber ja. Die Folge hat ja trotzdem noch ein paar sehr, sehr schöne Szenen, die so zwischendrin passieren. Eben unter anderem der Streit zwischen Hot Lips und es gibt auch einen Streit mit Henry, als er dann besoffen ist. Also sie machen ihn ja dann besoffen während der angeblichen Schießübung. Oh ja, total schön. Wunderschöne Szene, ja. Es ist ziemlich legendär, ja. Auch vorher bereits, wo Frank dann irgendwie anfängt, an Margaret rumzuschnüffeln und sie ihm dann sagt, Frank, don't sniff. Ja, vor allen Dingen, weil er 5 Minuten vorher noch sagte, I'm not sticking my nose in her hairdo. Und 5 Minuten später in der Serie hat er die Nase in der Frisur. Nein, und es fällt halt während diesem Streitgespräch zwischen Hot Lips und Henry dieser schöne Satz. Also sie sagt, you're drunk. Und er, oh, that's a dirty lie. And I intend to press charges the minute I'm sober. Ja, ziemlich großartig. Mhm. Auch ziemlich großartig. Hot Lips in Hot Pants. Ja, hatte ich auch. Sehr hübsch, ja. Ich habe mir ein Hallöchen notiert. Aber ich fand es auch interessant, dass man sie im Pulli sehen solle. Der hautenge Sweater, weil die eben eng sind. Ja. Ja, okay. Im Deutschen ist es ein Pulli. Den Rollkragen. Ich fand ja den Pulli nicht unbedingt das Erwähnenswerte. Das Höschen fand ich hotter. Oh, ja, also Typen hat sie schon. Also, ja. Ja. Wobei, als Colonel Blake sagt, also als Radar zu Colonel Blake sagt, er soll sich was Warmes anziehen, draußen wäre es kalt, es ist jetzt schon wie auf 38 Grad gesunken. Genau. Das ist nicht unbedingt Pulloverwetter. Auch richtig, ja. Aber ich fand auch schön, als sie dann den Colonel schon so, also jetzt Brighton, so weit hat, dass er sich doch auf sie einlässt, obwohl er Angst hat, weil sie ihm ja vorher gesagt haben, sie und er und Hot Lips hätten was. Henry und Hot Lips, genau. Genau. Hm. Dass er sich dann doch darauf einlässt und dann klopft es und es ist Frank. Und beide zeitgleich, oh, wieso lässt er mich nicht in Ruhe? Ja. Das war schön. Ich wusste nicht, dass es ihr Mädchen ist, fand ich auch eine hübsche Anmerkung. Ja. He's not my girl, she's not my. Das fand ich auch. Ich habe mir hier noch notiert, bei Major Margaret steht der Colonel stramm, aber das ist, glaube ich. Ich habe mir noch notiert, ein Gespräch über Schenkelstärke. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Ich habe mir nur noch mal diesen schönen Satz aufgeschrieben, als sie dann zum Colonel ins Zelt kommt und sagt, I'm not here as a major, I'm not here as a nurse, I'm here as a woman. Ja, wegen der Schenkelstärke, sie packt ihn ja, sagt ihn ja, packt ihn aufs rechte Knie. Sie haben Angst, dass dieser Schenkel nicht mehr so stark ist wie der andere. Und diese Hand greift ein bisschen zu weit nach innen. Nein, die Hand greift genau dahin, wo sie greifen soll. Und sie hofft dort auf Schenkelstärke. Sie insistiert, das kann man wohl schon sagen an der Stelle, ja. Ja. Ich muss aber an der Stelle auch meine Lanze brechen, das ist das erste Mal, auch wenn sie... Ja, das hätte sie mir auch fast geschrieben. Ja. Schlechte Wortwahl. Ja, ich wollte eigentlich sagen, aber wir haben ja das erste Mal, dass tatsächlich auch die Weiber übergriffig werden. Ich meine, klar, sie wird hier auch ein bisschen in eine falsche Richtung gelotst, aber sie macht es ja trotzdem selbst. Das war ja nur ein leichtes Anstupsen. Genau. Ich wollte gerade sagen, sie steht ja schon voll in die Richtung. Also, da musste man nicht mehr viel schieben. Da waren die Brüste schon aufs Ziel ausgerichtet, so wie das aussah. Die war... dabei. Und was ich wirklich sagen muss, woran ich hier... Ich habe normalerweise immer meine Probleme mit diesen extrem konstruierten Folgen und das ist eigentlich eine davon. Aber ich muss sagen, hier habe ich richtig meinen Spaß gehabt, wie sie wirklich mehr oder weniger auch halb zufällig richtig gut Schach spielen und richtig gut die Personen einzeln so in die richtige Position bringen und das Ding sich einfach selbst verselbstständigen lassen.
Ja, man sieht wirklich, wie sie das halt auch alles orchestrieren und man kann nachvollziehen, die unrealistischen Dinge, die dann passieren, sind begründet, weil man halt gesehen hat, wie sie sie angestellt haben. Das passt ganz gut, ja. Wissen wir, wer die Folge geschrieben hat? Weil ich habe langsam den Eindruck, dass ich irgendwie, je nachdem, wer die Folge schreibt, sie besser oder schlechter finde. Geschrieben wurde sie von Jerry Meyer. Okay. Hatte der sonst schon... Nein, der hat nur zwei Folgen geschrieben. Diese hier und eine aus der zweiten Staffel. Okay. Dann kann ich da jetzt nicht das Schriftbild von irgendwem ablesen. Aber ja, ich mochte die auch. Ja, obwohl am Drehbuch haben einige Leute mitgearbeitet, sehe ich hier gerade. Okay. Da sind einige Credits drin. Also von ihnen wohl der Hauptanteil, aber es wurde noch von einigen drüber gearbeitet wohl. Okay. Also wirklich ein, ja, die Hand schütteln möchte ich der Person, die die Idee hatte, Henry am Ende zu versuchen zu lassen, mit dem Schießeisen das Formular zu unterschreiben. Ja. Also besser klar machen, dass Henry zu betrunken ist, um diese Waffe zu handeln, hätte man kommen können. Drüber weg waren, noch bei einem Gespräch, was ja vorher bei Henry im, also als er noch nüchtern war, in der Zimmer stattgefunden hat, wo auch Frank Burns zugegen war, dann nennt er ihn ja der einen Schwester gegenüber El Jerko. Das fand ich sehr schön. Ja, wieder seine Dauerbeziehung da, die ihm das verletzte Ohr küssen möchte. Das war so niedlich. Ja. Aber auch schön fand ich, dass Raider ihm dann sagt, ja, sie haben es nicht ganz geschafft. Sie haben es schon, sie haben es gemacht, aber sie haben es nicht ganz geschafft. Sie bekommen den Zug lang nicht. Ach, wie schade. 8/10. Aber habe ich das da richtig verstanden? Er erinnert sich nicht mehr, dass er dadurch Geld scheffeln wollte, dass er sich dafür irgendwas angemeldet hat. So von grundsätzlichen Haus. Genau. Ja? Okay. Genau. Das ist so Henry. Ja, nee, ist gut. Auch Henry wüsste das auch nüchtern nicht. Ja, eben. Das war ja nüchtern noch. Aber was ich wirklich sagen muss, was ich ja auch wieder einen richtig schönen Kniff in der Folge fand, war tatsächlich dieses Ding, dass er eben genau mit seinem Mappertum und mit seiner überzogenen Männlichkeit und bla 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 eben dann die Szene dadurch aufgelöst wird, dass er einen seiner Meinung nach homosexuellen Mann in Schritthöhe auf den Boden zwingt. Das fand ich doch schon einen netten Gag. Es hatte was von, es sah ein bisschen aus wie ein Antrag. Entschuldigung, hätte man das nur so gesehen, er kniet vor ihm und hält seine Hand. Es ist zwar, wenn du siehst, er bricht ihm fast die Hand, aber es sieht aus wie ein Antrag von Frank. Gut, ich hab's tatsächlich noch etwas verschärfter gesehen, aber ja, du hast recht. Du hast die orale Öffnung auf Schenkelstärkenhöhe gesehen, ja. Ja. Okay. Gut, höher wird das Niveau jetzt auch nicht mehr. Aber was mir aufgefallen ist, dass wenig prägnante Sätze drin waren. Also ich habe tatsächlich keinen, den ich irgendwie... Also, ich hab ein paar, echt? Muss ich sagen. Also ich fand den weniger witzig, aber gut auf den Punkt formuliert. I got a feeling that he wouldn't be so tall if he wasn't standing on so many bodies. Ja, okay. Ja, genau. Ja. Was hatten wir denn noch? Wie gesagt, den Bucket with Gin and Bubbling for Olives, den fand ich halt sehr gut. Ich fand einfach sehr schön als Bezeichnung für ihn im Deutschen in der Synchron Ballermann-Macho. Fand ich sehr schön. Ich fand habe auch eine großartige PA-Ansage rausgeschrieben. Mhm. Und zwar wird der Besitzer eines roten Pickup-Trucks mit Illinoiser Kennzeichen. Das war sogar Louisiana, glaube ich. Aber ist auch egal. Gebeten, zurück nach Chicago zu fahren und das Auto umzufahren. Ja. Wobei ich mich frage: Ballermann, aus welchem Jahr ist die Synchro? Oder wie lange ist der Ballermann schon ein Thema? Damit ist Ballermann eher die Pistole gemeint als die Strandbude. Ah, jetzt mein Gehirn, ja, okay. Ja, er so möchte gern Cowboy. Jetzt, ja, okay. Aber so ein Ballermann-Macho wäre auch schön, so schön mit Strohhalm und Bartjut. Ja, ich fragte mich halt, wie, was, warum? Ich habe die Assoziation auch, ja. Was ich vielleicht hier noch ganz gerne anlagen würde, ich habe noch zwei Funfacts zu der Folge. Nämlich die Pistole, mit der Henry da rumfuchtelt. Die ist zwar 1950 eingeführt worden, mehr oder weniger, aber in Korea war die relativ unbekannt, beziehungsweise nicht unbedingt sonderlich verbreitet. Und so richtig in der verbesserten Version und dann richtig im Einsatz war sie eigentlich erst ab 1970. Das heißt, hier haben wir wieder einen Bruch in der Zeitlinie. Und was ich auch noch ganz interessant fand, ist, dass diese Idee des Ringbangers eben tatsächlich so ein Army-Slangturm wäre. Also den scheint es wohl tatsächlich zu geben. Eben für genau diese Idioten, die aus irgendwelchen Elite-Unis kommen und während Meetings und so weiter dann eben wirklich auf Macker machen.
indem sie eben mit diesem Ring zeigen, wo sie herkommen und wer sie sind und dass sie jetzt die Größten sind. Aber ich habe jetzt Amis gibt's ja auch für jeden Schlons einen Ring. Das heißt, wenn du mal irgendeine Meisterschaft gewinnst mit einem Footballteam, egal ob Staat oder sonst was, gibt's einen Ring. Es gibt Ringe in Abschlussklassen, die haben irgendwie. Also ich glaube, die richtigen Leute könnten da wirklich, die bräuchten keine Schlachringe mehr kaufen. Die müssten einfach nur ihre Klassen- und Mannschaftsringe so einfach auf die Hand. Aber ich habe mal kurz eine Frage. Ich habe das jetzt irgendwie so gesehen, als Raider ihm mit der Waffe rumhantiert, als Henry schon ziemlich abgefüllt war. Habe ich mich da verguckt oder hat Raider die Waffe entladen? Hat er das Magazin rausgenommen? Gut, dann habe ich mich nicht verguckt. Was passiert, wenn die ihn da volltrunken mit rumfuchteln? Ja, aber ich war mir nicht sicher, ob ich das richtig gesehen habe. Gut, dann bin ich. Ja. Na, deswegen schiebt er doch auch ganz locker das Ding aus der Gegend und wird nicht panisch. Gut, haben wir noch was? Nö. Nee. Wenn das nicht so ist, dann habe ich noch ein einziges Zitat, das sehe ich hier gerade noch, wo Henry dann sagt, I have to shoot some targets and I didn't even know they are in season. Ja. Ist nicht mal Zielsaison. It's target season. No rabbit season. No target season. Genau, das, ja. Okay. Gut, und mit dieser unerklärten Referenz schreiten wir zur Bewertung, oder? Jo. Dann fange ich mal an. Also ich muss sagen, ich hatte an der Folge durchaus meinen Spaß. Wie gesagt, normalerweise habe ich mit diesen konstruierten Sachen echt ein Problem. Aber hier hat es so richtig schön zusammengespielt und richtig gut zusammengepasst. Und wie gesagt, es hat ein paar echt geniale Szenen. Deswegen würde ich sagen, ja, 8 von 10 Pseudo-Blowjobs. Sehr gut, sehr gut. Ja. Vor allem die Skala. Ja, ich bin da deiner Meinung und schließe mich dem größtenteils an, nur dass ich eine andere Skala benutze. Bei mir sind es dann 4 von 5 geschnüffelten Frisuren. Okay. Okay, ich gebe dann mal auch aufgrund, weil, ja, es war konstruiert, aber es hat Spaß gemacht, so einem Deppen zu sehen, wie er leidet, wie sie ihn dekonstruieren. Das Gestellste wurde durch ihren Plan erklärt. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Ich gebe 7 von 10 auf der Schenkelstärken-Skala. Ja, also dadurch, dass ich es ein bisschen, also ich mag das nicht, wenn Leute irgendwie so hops genommen werden, ohne dass sie es selbst begreifen, was ihnen gerade passiert. Also so dieser wie ich es ja schon erwähnte, dass das ist etwas, was man auch mit einem Begriff hat, der halt auch echt Menschen betrifft. Nee, ich bleib bei 6, weil ich mochte die Folge, aber 6 von 10 Gaslaternen. Ja, nee, ich hatte insgesamt auch Spaß, aber das Ende fand ich ein bisschen abrupt, also. Aber ich wüsste auch nicht, was man dran besser machen könnte. Also gibt das bei mir auch 7 von 10 vergessenen Pumps unterm Bett. Goldene Pumps. Ja, die auch. Die haben bestimmt einen Klinger. Es ist auch nicht meine Lieblingsfolge. Also ich habe mit diesem Leslie Nielsen-Charakter Probleme. Es hat aber wundervolle Szenen. Gerade Henry hat mir hier unheimlich viel Spaß gemacht. Das reißt so ein bisschen wieder raus. Ich würde sagen, 6 von 10 Nachtschießübungen. Gut, damit sind wir durch oder habe ich irgendwen übersehen? Gut, dann bleibt er übersehen. Dann bleibt er übersehen. Richtig, kein Feedback ist auch ein Feedback. Ja, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu podcasten und ich hoffe, euch da draußen hat es genauso viel Spaß gemacht, uns zuzuhören. Und ja, dann bis nächste Woche. Tschüssi. Tschüss. Ciao. Tschüss. Thank you.